Frage stellt. Klar, jeder von uns kann sich das vorstellen, kann auch googeln, was ein Pastoralreferent ist. Ich würde aber gerne von Ihnen wissen, wie verstehen Sie selber die Aufgabe? Also was würden Sie in Ihren eigenen Worten sagen? Was ist ein Pastoralreferent? Was machen Sie den ganzen Tag? Normalerweise stehen wir von der katholischen Citykirche, also ich und meine Kollegin, auf den Straßen und Plätzen der Stadt, versuchen da präsent zu sein, wo die Menschen hier in Wuppertal sind. Das geht natürlich jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie nicht. Nämlich damals, wenn ich mit einem Bibelwort meine Tätigkeit umschreiben sollte, dann habe ich damals gesagt, ja, wenn wir den Namen Gottes, wie er im Buch Exodus überliefert ist, ernst nehmen, ich bin da, dann wäre das sicherlich ein Leitspruch. Nicht, weil ich Gott bin, sondern weil wir als Christinnen und Christen Gott in der Welt präsent halten sollen und an Gottes Statt in dieser Welt arbeiten sollen. Hallo und herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge Ein Stückchen Kirche. Ich bin Lisa Jülich und mein Gast ist heute Werner Kleine, Pastoralreferent in Wuppertal. Und was er alles Spannendes zu erzählen hat, hört ihr in unserem Podcast.